Mic on. So, da herzlich willkommen bei der Reaction auf Dougie B's Dis. Er ist schon 5.8., also ungefähr 9 Tage her. Aber ich bin Ehrenmann und reagiere jetzt trotzdem noch drauf. So, gucken wir mal. Okay, also es war so gesehen eine Roast Yourself Challenge. Okay. Also sie disst sich ja sogar selber. Ist ja logisch. Nein. Challenge accepted. Okay. Also bis jetzt ganz nice. Natürlich was anderes im Vergleich zu dem Diss-Track von Reportagen. Also was ganz anderes. Habe ich ja gerade aufgenommen. Checkt es auch ab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber es passt zu ihrer Stimmlage. Es passt zu ihrer Stimme. Und sie nimmt wirklich jedes Thema, was sie irgendwann mal in den Kommentaren gelesen hat, auf und verwertet es jetzt in dem Track. Nice gemacht. Die meisten Follower, die Leute haten gern und wir machen. Bruder! Puh! Ich muss mir das nochmal anhören. Kopfschmerzen bekommen bei sowas. Die Leute haten gern. Die Leute haten. Bruder! Also, hey war drin. Aber dann nochmal eine Pause zwischen hey und ten zu machen. War schon, damit ist er aus dem Takt gegangen. Das ist auch ein richtig großer Fehler. Das ist ein Amateurfehler. Julian, da hast du ihr was nicht beigebracht. Und wir machen es ihnen leicht. Ja, sie hassen uns wegen Likes. Doch auch das vergeht mit der Zeit. Ja, sie haten gern. Aber jeder will mit uns chillen. Teure Autos und dicke Villen. Unser Leben ist wie ein Film. Den Boden unter den Füßen sehe ich schon lange nicht mehr. Von der Realität bin ich so weit entfernt. So abgehoben, schlecht erzogen. Und sie fragen, warum wird diese Pole nicht abgeschoben? Für YouTube Deutschland bin ich eine Blamage. Doch oben in den Trends mit meiner Visage. Make-up, Bilder, Face und Filter. Like mich, chill mal. Die Leute haten. Trends mit meiner Visage. Make-up, Bilder, Face und Filter. Like mich, chill mal. Face und Filter, like mich. Warte mal. Mit meiner Visage. Bilder, Face und Filter, like mich. Bruder, Bilder und Filter reimt sich leider nicht. Bilder, Filter wird sich reimen, aber Filter reimt sich da nicht. Also Reimfehler sind auch vorhanden. Ich chill mal. Die Leute haten gern und wir machen es ihnen leicht. Ja, sie hassen uns wegen Likes, doch auch das vergeht mit der Zeit. Ja, sie haten gern, aber jeder will mit. Also wer nicht die ganze Zeit, sie haten gern. Und so weiter. Dieser Satz. Dann wäre die Hook nice. So ist die einfach nur, krieg Kopfschmerzen von. Weil das setzt sich halt wirklich in den Kopf, ey. Wen soll ich roasten? Dagi, Bibi, ist das nicht dieselbe? Strophe 3 hast du nicht geschafft und nun muss ich dir helfen? Oh Mann. Okay. Und dann mach ich Mitternacht mein Twitter auf und sehe Dougie B's wieder richtig triggert drauf. Damals hast du Klicks gesammelt unter deinen Videos, heute frisst du nur Burger. Klicks gesammelt. Twitter auf und sehe Dougie B's wieder richtig triggert drauf. Damals hast du Klicks gesammelt unter deinen. Klicks gesammelt, da hat er auch den kleinen Fehler gesammelt. So einen ganz kleinen Fehler drin, so einen ganz leichten aus dem Takt rausgehen. Das hat er auch selber gemerkt, deswegen hat er schnell hinterher gesagt.
Videos. Heute frisst du nur Burger und sammelst halt die Kilos. Ich weiß doch, damals hast du YouTube zu sprechen bekommen. Dies geht's Videos, du warst Teil dieser Gang. Und heute hast du nur Eugen und der Boomerang. Yeah, du zahlst nur die 5 Feature mit Julian Van. Yeah, den brauch ich, um meine Miete zu zahlen. Für die Steuern, Abgaben von den Riesenanlagen. Jetzt noch miese Anklagen, fiese Ansagen. Give a fuck, du bist nur Dagi B und ich danke bedankt. Änderst Haarfarben, doch bleibst einer vielen Blondinen. Keiner mag dich wie im Brot diese Rosinen. Und wenn ich dich draußen sehe, schließe ich die Gardinen. Dir geht es nicht um Liebe, sondern schwinge gerade zu kriegen. Ich hätte es schöner gefunden, hätte nicht Dagi B die Hook gesungen, sondern die Strophen alle gesungen und Julian Bam die Hook gesungen, weil der kann Hook singen. Sie hat da voll mit dem Haten gern voll verkackt. So, also. Also die Inspiration war der Song von Fitness von Bruno Mars feat. Cardi B. Okay. Oberbeleuchter, Bruder, das ist nicht mal Beruf. Das schreibt man dann Beleuchter hin und nicht Oberbeleuchter. Ich bin ja nicht Oberklempner. Schnitt. Hier, Brüder du. So, auf jeden Fall. Nicht schlecht gemacht. 2-3 Fehlerchen von Dagi B. 2 Fehlerchen von Julian Bam. Aber die von Dagi B, sag ich mal, waren dramatischer, weil die taten im Ohr weh. Mit sie, hey. Gern. Ja moin. Das ist eher belastend gewesen. Aber Props gehen raus. Lasst alle ein Abo und ein Like da. Supportet auch Dagis Lied. Gebt ihm alle ein Abo und gebt ihr alle ein Abo und ein Like. Checkt es aus. Schreibt einen Kommentar. Supportet sie. Sie hat da viel Arbeit reingesteckt. Und dann sag ich ciao.